Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein kurzes Triathlon-Update. Ja, das letzte Video ist schon eine ganze Weile her. Da war ich gerade mal frisch beim Orthopäden. Das war Anfang April. Das ist jetzt schon 1,5 Monate her. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan. Und es kamen auch immer wieder Fragen zu meinem Training. Wenn ihr da ein bisschen live dabei sein wollt, also ein bisschen aktueller kommen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal auf Facebook oder noch eigentlich mehr auf Instagram schauen, weil ich da eigentlich immer mein Training poste. Deswegen weiß ich gar nicht, inwiefern die Videos überhaupt interessant sind für euch. Und ich würde jetzt erstmal dazu übergehen, nur davon zu berichten, wenn irgendwas wirklich Besonderes ist oder halt immer mal wieder so ein Update. Ja, also ich hatte jetzt trainingsreiche Wochen, ich hatte trainingsärmere Wochen, je nachdem, wie es auch von der Arbeit herging. Wir hatten jetzt eine Woche lang extrem viel Stress, was mir auch wahnsinnig viel Energie gezogen hat, wo ich ganz, ganz, ganz schwer regeneriert habe. Und das muss man halt einfach auch immer beim Training beachten und mit einbeziehen, wie man schläft, wie man halt, ja, und daraufhin das Training anpassen. Deswegen glaube ich, habe ich bisher relativ viel richtig gemacht, weil ich kann mal vorab sagen, ich habe keine Schmerzen mehr gehabt. Ich habe manchmal im Alltag, dass ich das Knie noch merke, aber halt eher so, also für mich. Also ich muss mal von vorne anfangen. Ich hatte noch ein paar andere Bewegchen, aber grundsätzlich sind all diese Bewegchen für mich mittlerweile Signale und Medien und Sprachrohre meines Körpers zu mir, die einfach sagen, hey, pass mal da ein bisschen auf oder guck mal nach dir. Der Orthopäde hatte mir ja Physiotherapie verschrieben und der massiert dann immer und hat was eingerenkt und so, aber das war... Also ich gehe zwar hin, weil es ganz cool ist, aber es ist nicht so, dass es für mich irgendwie mega viel bewirkt hat. Die Einlagen habe ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht abgeholt. Die muss ich dringendst abholen. Ja, hallo Katze. Mit denen, also ich bin nicht mit denen gelaufen bisher. Zu meiner Schande. Dann hatte ich noch so ein paar Schmerzen in der Ferse, und zwar in der rechten Ferse. Und da ich das mal von einer Freundin gehört habe, dass die das gemacht hat, habe ich mit so einem kleinen Holzball, das ist ein ehemaliges Katzenspielzeug von den Katzen. Hoho, Katzenspielzeug von den Katzen, wow. Mit dem ich mir dann einfach die Ferse massiert habe. Und da bin ich immer mit diesem Ball so drüber, über diese Schmerzen und Stellen. Ich dachte ja schon, Fersporn, keine Ahnung. Google ist ja dann immer ganz schlimm. Und das ging weg. Innerhalb von 3 Tagen war das weg. Und ich hatte wirklich Schmerzen. Ich konnte kaum mehr normal gehen. Und das ist jetzt wirklich weg. Ich merke das ab und zu noch und ich sollte das mal wieder machen. Aber das ist wirklich super. Da einfach mal mit dem Ding da so drüber. Wenn grundsätzlich ist Fuß, darf man die Füße nie vergessen. Mit der, ich will unbedingt noch die Black Row Mini. Weil man damit einfach schön die Faszien auch in den Füßen einfach massieren kann. Zusätzlich ist extrem wichtig, was keiner macht, was ich jetzt auch schon wieder vernachlässigt habe, Fußgymnastik, verschiedene Fußübungen, verschiedene Greifübungen mit den Füßen, weil die Füße, die halten so extrem viel aus, das sind ja die, die am meisten eigentlich abfangen und über die, um die wir uns am wenigsten kümmern. Ich habe jetzt auch all meine alten Schuhe quasi weggeschmissen, so H&M-Treter, so alte Dinge, die halt irgendwie gar nicht so gut sind für die Füße, weil ich mir gesagt habe, hey Füße, ihr leistet so viel, ihr habt es auch verdient, dass ich in der Freizeit gute Schuhe anziehe. Ich habe ganz, ganz viel meine Vivo Bar an, diese Barfußschuhe. Die trage ich kaum mehr, also die trage ich eigentlich nie zum Laufen, aber wirklich nur für den Alltag. Und dann merke ich schon, dass im Fuß ganz viele Dinge passieren. So. Vielleicht, ja, zum Vorderfußlauf. Ich habe dann eine Zeit lang, bin ich mehr auf dem Vorderfuß gelaufen, was mir aber relativ in die Waden ging. Deswegen mache ich das jetzt immer nur noch so ein bisschen dosiert, dass ich das meine Waden damit nicht überfordere. Du bist so süß, du kommst dann mal nie zum Kuscheln, außer wenn ich Videos drehe. Vielleicht hat die Kamera irgendwie so eine spezielle Anziehwirkung. Genau. Und hatte dann so unterm Schienbein, ist es nicht das Schienbein? Da war auch schon meine Panik wieder hier, Schienbein-Katzen-Syndrom. Ich nehme dieses Jahr alles mit. Nein, aber da finde ich jetzt, also komme ich jetzt mit Black Roll, Dehnen und so Selbstmassage, also dass ich mir einfach den Fuß so nehme und da so reindrücke und die Punkte so halte. Das hilft Wunder, wirklich. Das kann man bei den Waden immer machen. Und wirklich, was ich nur jedem mit Knieproblemen, was ich nur jedem mit Fußproblemen oder mit Muskelproblemen raten kann, dehnen. Ich mache es jetzt nicht jeden Tag, aber ich mache so, aua. Von 7 Tagen mache ich es 5, dass ich wirklich jeden Abend mich mit einem YouTube-Video hier auf den Boden lege und 15 Minuten dehne. Das ist wirklich was... Also er sagt auch, der Physiotherapeut kann sich es bei mir nur so erklären, dass es durch eine Verkürzung des Adduktoren kommt, also des Oberschenkelmuskels, und dass es von oben nach unten zieht und dass sich deswegen der Muskel bei mir unten entzündet hat, weil einfach der Muskel zu kurz ist. Das heißt, ich dehne diesen Muskel jetzt wirklich sehr gut und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Black Roll ist da auch wirklich super. Da müsst ihr nicht die Originale kaufen, da müsst ihr auch nicht
30 Euro, für mich ist es wirklich Wahnsinn. Es reicht aber auch für den Anfang ein alter Tennisball oder irgendwas Rundes aus dem Baumarkt. Irgendwas, wo ihr euch drüber rollen könnt, so ungefähr. Wobei ich die Black Roll einfach sehr gerne mag und sie jetzt schon seit 2 Jahren habe und wirklich sehr viel benutze. Also bei mir hat sich dieses Ding wirklich gelohnt. Die habe ich auch mal zum Geburtstag bekommen. Zu Weihnachten 2013. Genau, also das sind so die Dinge, die mir jetzt einfach wahnsinnig geholfen haben. Und wie mein Training läuft, ich kann nur sagen, es läuft richtig, richtig gut. Ich hatte gestern, habe ich auch auf Facebook berichtet, da bin ich auch ein klein wenig stolz drauf, beim Arman Women's Run mitgelaufen. Und der wurde ja schon so als kein Run für Bestzeiten, so viele Frauen und so viel los und der ist eigentlich gar nicht so toll. Und ich fand ihn ganz großartig. Davor war es super stressig. Ich glaube, als Zuschauer ist es auch super stressig, weil so viele Leute da sind. Aber ich fand ihn so großartig. Mir hat der so viel Spaß gemacht. Also wirklich, ich fand ihn richtig, richtig schön. Ich kann mir nicht helfen, dieser Lauf war grandios. Dieser Lauf hat so viel Freude gemacht. Ich bin losgelaufen und ich bin vor 3 oder 4 Wochen den Airport Run gelaufen und da hatte ich auch eine super Zeit von 57 irgendwas, womit ich gar nicht gerechnet habe, weil ich ja jetzt nicht so viel trainiert habe bis dahin und auch nur jetzt wieder langsam eingestiegen bin. Es ist so eine super Zeit gelaufen, super schöner Lauf, eine Pace von 5,44, womit ich gar nicht gerechnet habe und gestern dann bin ich losgelaufen, 5,20, dachte ich mir so, hä? Moment, 5,20 ist irgendwie krass, oder? Und konnte dann diese Pace gut halten. Ab Kilometer 7 wurde es ein bisschen haariger und ein bisschen schwieriger. Kilometer 9 war dann schon... Und ich habe dann... die offizielle Zeit liegt bei 54 Minuten 12. Was eine neue Bestzeit ist. Und meine Garmin-Uhrzeit, meine Garmin-Bestzeit ist 53 Minuten 44. Was auch... Also beides ist egal, wie eine neue Bestzeit. Und ich habe noch gar nicht mit Intervallen angefangen. Und ich bin noch gar nicht am Hochpunkt meiner Saison und ich habe das nicht so publik gemacht, weil ich mich nicht so getraut habe, aber jetzt denke ich, kann ich sagen, mein Saisonziel ist auch erstmal die 10 Kilometer unter 50 Minuten zu laufen und es läuft so Bombe, Leute, beim Schwimmen. Ich bin ja im Verein, da war der Trainer schon ein bisschen verzweifelt und hat dann auch mal gesagt, was soll ich nur tun, ich kann mir das nicht länger anschauen, aber das Vereinstraining tut mir sehr gut, weil gerade beim Schwimmen kann ich nur jedem raten, macht unbedingt einen Kraulkurs, unbedingt macht das, investiert das Geld oder geht wie ich im Verein, das sind 80 Euro im Jahr und ich kann 2-mal die Woche theoretisch umsonst schwimmen, Yoga, Zirkeltraining, alles mögliche. Das lohnt sich. Gerade beim Schwimmen ist so viel Technik und da ist auch mein Ziel, zwischen 30 und 35 Minuten zu schwimmen. Letztes Jahr waren es 39 Minuten. Das ist schon ein relativ hohes Ziel, also mit 35 wäre ich zufrieden. Und ich denke aber auch, dass es machbar ist. Ich wurde das letzte Woche das erste Mal für den Sprint gelobt, wo er echt die letzten Male verzweifelt ist und ich auch frustriert war, weil er verzweifelt war. Das war so ein bisschen, nein, ich mag nicht mehr. Aber... Doch, also ich muss sagen, es läuft wirklich gut. Wer es noch ein bisschen zu kurz kommt, ist Radtraining und Koppeltraining. Wobei ich auch durch dieses Triathlon-Training für Berufstätige relativ gute Trainingsmöglichkeiten da habe, auch mit dem Rad. Aber das ist wirklich jetzt noch was, was ich die nächsten Wochen noch wirklich mehr machen muss. Diese langen Radtouren und auch das Koppeltraining, das ist wirklich was, was im Moment noch fehlt und extrem wichtig ist. Dann noch eine Sache. Aua, Tascha, dann geh runter, wenn du mich beißt. Noch eine Sache, ich bin letzte Woche zum ersten Mal über 10 Kilometer gelaufen. Ich bin das erste Mal in Laos dieses Jahr 10 Kilometer gelaufen seit dem Marathon. Und die 10 Kilometer waren für mich so eine mentale Grenze, immer so, okay, mehr schaffst du nicht, bla bla. Und ich habe es geschafft. Ich bin 13 Kilometer gelaufen mit einer Pace von 6,38. Was ist das? Ich bin nie so schnell einen langsamen Dauerlauf gelaufen. Was ist los? Da war ein ganz, ganz, ganz großer Gänsehautmoment, als ich gesagt habe, okay Körper, ich höre auf dich. Okay, komm, schon so lange höre ich doch auf dich. Und habe richtig gespürt, wie zum ersten Mal auch ich das Vertrauen wieder zurückbekommen habe. Ich habe ja wirklich einiges geändert. Mir wurde im Dezember gesagt, ich soll eigentlich, nee, im November, ich soll eigentlich zu... Laufen aufhören. Gestern bin ich eine neue Bestzeit gelaufen. Ich bin 13 Kilometer jetzt gelaufen und ja, es ist halt, es passiert so viel Schönes und ich habe zum ersten Mal gespürt, dass mein Körper auch merkt, dass ich das Vertrauen wirklich ernst meine, dass ich auch beim Essen und beim Sport halt voll auf ihn höre. Heute wäre eine lange Radeinheit dran gewesen, aber ich merke, heute tut mir vom Kopf, vom Körper, von der Seele, vom Geist, alles her, ein Ruhetag gut. Ich habe am Freitag nun zusätzlich einen Ruhetag gemacht. Ich trainiere viel weniger als letztes Jahr. Wobei ich nicht sagen will, dass ich letztes Jahr falsch trainiert habe, weil
ich einfach für diesen Stand des Wissens, den ich da hatte, einfach super trainiert habe. Das Triathlon-Training war auch so geil letztes Jahr. Aber jetzt merke ich auch einfach, wo ich 8 Stunden arbeite und halt nicht mehr meine Zeit selber einteilen kann, dass mir so viele andere Faktoren so wichtig sind im Training. Und das kann man kann dieses Training einfach nicht separat sehen. Man muss es immer im Ganzen sehen. Und deswegen erziele ich mit diesem reduzierteren Umfang und mit dem wirklich Fokussieren aufs Wesentliche so krasse Ergebnisse, wirklich in wenig Trainingszeit. Ich bin erst noch nicht lang zurück in Deutschland, 6 Wochen, und habe noch nicht so richtig gestartet, habe am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen. Ja, und das ist ganz großartig, wie es läuft. Die Mitteldistanz ist ja gecancelt, ist auch super. Der Marathon steht aber nach wie vor. Ist auch sehr geil, weil gestern die Ziellinie auch die Ziellinie des Marathons war. Im September, also ich werde den Berlin-Marathon laufen, wenn es so läuft, wie ich das möchte. Und wie mein Körper möchte. Genau. Das sind so die Saisonziele. Natürlich Hamburg-Triathlon. Ich werde hier in Berlin beim Triathlon starten. Und noch was. Ja, noch so kleinere Wettkämpfe. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich auf die Halbmarathon-Distanz letztes Jahr noch relativ langsam war. Das muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache, wann ich einen halben Lauf. Weil meine Bestzeit liegt ja immer noch bei 2 Stunden 18 und ich sollte laut Rechner, der ja immer noch 10% oder sowas auf die Zeit draufrechnet, sollte ich eigentlich schon deutlich unter 2:10 laufen, gell? Also schon deutlich. Wenn ich jetzt den halben, die 10 irgendwann unter 50 laufe, dann sollten eigentlich der halbe unter 2 Stunden locker drin sein. Also es wäre schon geil, wenn das dieses Jahr noch klappt. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Ich bin, egal wie es läuft, ich bin sehr glücklich mit der Situation. Ich bin sehr glücklich, dass ich sagen kann, Ass auf Phuket, fick dich bitte einfach. Du kannst mich mal, und ich lasse mir von niemandem auf dieser Welt sagen, was ich erreichen kann und was nicht. Und ich lasse mir von niemandem mehr sagen, dass ich zu schwer bin, dass ich zu starke X-Beine habe oder dass ich sonst irgendwas auf dieser Welt nicht erreichen kann. Weil wenn ich mit mir zusammenarbeite, wenn ich auf mich höre und wenn ich die Signale meines Körpers richtig deute, dann kann ich alles erreichen oder ich will es gar nicht mehr erreichen. Weil wenn mein Körper mir sagt, Marathon ist nicht das Richtige, dann will ich das auch gar nicht mehr. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr glaubt daran, dass ihr euch niemals von einem Menschen auf diesem Planeten sagen lasst, was ihr nicht könnt. Weil niemand von außen kann es euch sagen, nur hier drin. Hier drin passiert es. Und wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr auf euch hört und wenn ihr fühlt, dass es das Richtige ist, dann könnt ihr alles erreichen, was ihr auf dieser Welt wollt. Damit schließe ich jetzt das Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich danke euch wirklich sehr fürs Reinschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir, was für Marathon-Trainingsvideos, Triathlon-Trainingsvideos ihr sehen wollt. Und ja, ich freue mich über euer Feedback. Ich danke euch und bis ganz bald. Tschüss.